Der gruseligste Tag im Herbst ist ja schon lange nicht mehr Halloween, es ist der Black Friday, das Thanksgiving des Kapitalismus. Dank Black Friday sehen Menschen im Fernsehen Werbung für neue rabattierte Fernseher. Dann kaufen sie sich einen neuen Fernseher, um nächstes Jahr zur gleichen Zeit mit dem neuen Fernseher fernzusehen und Werbung für neue rabattierte Fernseher anzuschauen. Dann kaufen sie sich einen neuen Fernseher. Man weiß ja, Schnäppchen aktivieren das Belohnungssystem im menschlichen Gehirn. Es gibt Studien, die belegen, dass beim Schnäppchenkauf die gleichen Hirnareale angesprochen werden wie beim Koksen. Ich ziehe jetzt noch 3 Schnäppchen und dann wird die Nacht durchgefeiert. Manche Leute verweigern sich dem aber auch ganz bewusst. Und sie können dem Wahnsinn trotzdem nicht so richtig entkommen. Nein, wir brauchen keine Espressomaschine. Nein, auch nicht mit Black Friday-Rabatt. Aber danke fürs Bescheid sagen. Black Friday. Angebote, soweit das Auge reicht. Billig, billig, billig. Die neuesten Black Friday-Angebote nur für dich. Wenn ich noch einmal Black Friday höre. Prozente, Prozente, Prozente! Am Cyber Monday! Der erwachsene Mensch, warum ein Drama draus machen? Alleine zu Hause auf der Couch? Kein Grund, traurig zu sein. Es ist Singles Day! Ey, ich bin noch nicht mal Single. Freuen Sie sich auch schon auf die Black Week? Bitte was? Black Week! Alles muss raus! Hammer Deals! Black Wir möchten mit Ihnen über den Black Friday sprechen. Nein! Und über den Cyber Monday? Achtung, Achtung! Eine wichtige Information. Das Black Year hat begonnen. Der Deal Ihres Lebens wartet. Achtung, Achtung! Prozente, Prozente, Prozente! Alexa, spiel meinen Entspannungsmix. Alles klar. Ich habe dir eine Espressomaschine bestellt. 60% günstiger, dank Prime Day. Ah! Das stresst mich alles nur noch! Stress Day. Alles reduziert, nur am Stress Day. Spar Day. Irgendein Tag Day. 200% auf alles, was wir vorher 200% teurer gemacht haben. Endlich Ruhe. Na, haben Sie auch schon Schnapper gemacht? Heute ist doch der super Sommer. Hallo Schatz. Du glaubst nicht, was mir heute alles passiert ist. Unsere neue Espresso-Maschine. Geil, oder? Vor allem, was wir gespart haben. Dank dem Black Friday. Wann ist nochmal Singles Day?